Wort der Kollegin Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach den eindringlichen Worten des Präsidenten zu Beginn unserer Sitzung fragt man sich natürlich, wird diese Bundesregierung ihren Aufgaben gerecht? Wir als Linke müssen diese Frage leider mit Nein beantworten. Diese Bundesregierung wird ihren Aufgaben überhaupt nicht gerecht, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung und die Koalition von Union und SPD stellen sich in der Öffentlichkeit als Panikorchester dar. Die Dirigentin Merkel wird vom Orchester ignoriert und der CSU-Vorsitzende Seehofer gibt unaufgefordert ein schräges Solo nach dem anderen. Finanzminister Schäuble hat schon den Taktstock fest in der Hand und ergibt den Schattenkanzler. Es vergeht keine Woche, Herr Schäuble, in denen Sie nicht mit boshaften Formulierungen Stimmung gegen die Flüchtlinge einheizen. Sie haben von Lawinen gesprochen, als es um Flüchtlinge, also Menschen ging. Ich finde, das ist mit einem christlichen Menschenbild nicht vereinbar, meine Damen und Herren. Sie, Herr Schäuble, haben verfassungswidrige Vorschläge gemacht, indem Sie zum Beispiel den Einsatz der Bundeswehr im Innern gefordert haben. Und mindestens einmal in der Woche ruft Herr Seehofer den Notstand aus und sieht die Belastungsgrenze erreicht. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, ich fordere Sie auf, reden Sie lieber über die Ursachen der Flucht. Reden Sie über Krieg, über Elend und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass es in dieser Welt keinen Krieg mehr gibt. Wer aber nun den Haushalt liest, muss relativ unaufgeregt feststellen, dass im Haushalt selbst von Notstand keine Rede sein kann. Die Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen hat nicht dazu geführt, dass der Finanzminister neue Schulden aufnehmen muss. Er kann das alles aus den laufenden Einnahmen finanzieren. Das, meine Damen und Herren, sah 2008 in der Finanzkrise ganz anders aus. Innerhalb einer Woche wurden 480 Milliarden Euro zur Rettung von maroden Banken bereitgestellt. Die Steuerzahler wurden für die Casinokosten der Banken zur Kasse gebeten. Und die Staatsverschuldung schoss in die Höhe. Das war ein echter Notstand, meine Damen und Herren. Aber damals haben weder Seehofer noch Schäuble dieses Wort in den Mund genommen und haben nicht gemeint, dass mit 480 Milliarden Euro eine Belastungsgrenze erreicht gewesen wäre. Da hätte man von Notstand sprechen müssen, meine Damen und Herren. Die Koalitionsfraktionen sagen nun, dass sie für 2016 ca. 7,5 bis 8 Milliarden Euro für die Flüchtlinge bereitgestellt hätten. Ich sage Ihnen, das ist nicht ganz richtig, denn die neuen Stellen für die Bundespolizei sind ja zum Beispiel nicht für die psychologische Betreuung von Flüchtlingen in erster Linie gedacht. Sie sollen auch dafür sorgen, dass Flüchtlinge abgeschoben werden und die Grenzen dicht gemacht werden. Ich finde, das ist nicht die richtige Priorität. Die richtige Priorität für mehr Sicherheit in unserem Land ist Integration und ist die Beendigung einer nicht friedlichen Außenpolitik, meine Damen und Herren. Besonders die Auseinandersetzung um die Sprachkurse für Flüchtlinge finde ich sehr bezeichnend. Der Finanzminister Schäuble meinte, dass die Flüchtlinge nicht nur 1,39 Euro pro Monat für die Sprachkurse zahlen sollten, sondern 36 Euro. Und die Begründung, die aus dem Finanzministerium zu hören war, hieß, ich zitiere, der Spracherwerb schafft erst die elementare Voraussetzung dafür, im späteren Verlauf auch Angebote in Anspruch nehmen zu können. Was ist denn das für eine Begründung? Herr Schäuble, ich frage Sie, wie viel Geld haben Sie von den Bankvorständen zurückgefordert, als uns die schlimmste Finanzkrise nach dem Zweiten Weltkrieg serviert wurde? Wenn es um Hartz IV, Kindergeld, Flüchtlinge und Alleinerziehende geht, da werden Sie zum Pfennigfuchser. Wenn es aber um Ihre CDU-Klientel geht, die Vermögenden, dann kennt Ihre Großzügigkeit keine Grenzen. Wann wollen wir endlich für eine gerechte Besteuerung der Vermögen in unserem Land sorgen? Ich finde, das ist die Aufgabe der Stunde, meine Damen und Herren. Die von der SPD eingeführte Abgeltungssteuer war ein Geschenk an die, die hohe Kapitaleinkünfte haben. Allein die Dividendenkönigin des Jahres 2015, Frau Schäffler und ihre Familie, haben nach Berechnung der Wirtschaftswoche 549 Millionen Euro an Ausschüttung eingestrichen.
Das ist doch nicht gerecht, meine Damen und Herren, dass Kapitaleinkünfte steuerlich besser behandelt werden als Arbeitseinkünfte. Wir als Linke fordern die sofortige Abschaffung der Abgeltungssteuer. Dann hätten wir wesentlich mehr Geld in der Kasse. Mit dem Bundeshaushalt versucht die Bundesregierung, nur die allernötigsten Aufgaben abzusichern. Doch es wäre jetzt an der Zeit, einen Haushalt zu beschließen, der unsere Zukunft absichert. Die Linke hat deshalb ein Investitionsprogramm für die Zukunft vorgeschlagen. Ein solches Programm würde die Lösung von zwei Aufgaben gleichzeitig möglich machen: Modernisierung unserer Gesellschaft und Integration von Flüchtlingen. Sie wissen alle, wir haben einen riesigen Investitionsstau in Deutschland. Und Investitionen in Wohnungen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Theater und Schwimmhallen sind für alle gut. Sie schaffen Arbeitsplätze für die Menschen, die schon hier sind, und für die, die zu uns kommen als Flüchtlinge. Für so ein Programm, und das kann ich nur noch einmal wieder unterstreichen, müsste man keine neuen Schulden aufnehmen, wenn man Vermögen gerecht besteuern würde. Ihre Angst, meine Damen und Herren, insbesondere vor der Union, vor der Macht der Vermögenden, setzt die Zukunft unserer Gesellschaft aufs Spiel. Gerechtigkeit geht anders. Vielen Dank. Das Wort erhält nun der Kollege.